So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2. Ich habe das letzte Mal gesagt, wir wollen den Super Meat Boy, Super Mario Boy Level spielen. Werden wir auch gleich tun. Ich will allerdings kurz was dazu sagen. Ich bin gerade wieder an einem Ort mit etwas besserem Internet. Und deswegen werden wir jetzt hauptsächlich in den nächsten Parts Multiplayer machen. Einfach, weil ich es nur jetzt machen kann. Das ist also dann halt ein bisschen Multiplayer am Stück. Aber ich hoffe, das geht in Ordnung. Oha. Den Sprung habe ich falsch abgeschätzt. Ich denke, das geht in Ordnung, ne? Weil, wenn ich dann wieder praktisch zu Hause bin, wo ich aktuell ja wohne... okay, da muss man bremsen. Können wir wieder keinen Multiplayer machen. Aber ja, es ist eindeutig Meat Boy, denn es gibt Sägen und die sind böse. Uff. Und man kann Wandsprünge machen. Ah, okay. Okay. Da könnte ich aber eigentlich ein bisschen ruhiger werden an der Stelle. Na, da unten. Haben wir überhaupt... Ja, wir haben Ton. Alles gut. Ich muss jetzt ja das Setup wieder neu aufbauen und alles verkabeln. Das ist immer wieder spannend. Wie schnell das klappt. Und ob es klappt. Weil ich mir nicht so genau merken kann, wo alle Kabel hingehen. Ich habe ja da die... Die Elgato will ja auch angeschlossen werden mit ihren HDMI-Dingern und so weiter. Ah, okay. Oh, boy! Okay. Also wir werden uns Stück für Stück hier weiterarbeiten. Immer eine Säge mehr. Uff. Aber bisher wirkt es okay. Aber da das erst der Anfang ist, habe ich etwas Bedenken, ob wir das schaffen können. Hat ja auch nur eine Trefferquote. Eine Abschlussrate von... Oh, weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube 1% oder sowas. Das heißt, wenn wir weniger als 100 Versuche brauchen, sind wir besser als der Durchschnitt. Hurra. Ist doch eine Ankündigung. Theoretisch kann ich den Part jetzt auch wieder ein bisschen länger machen, da ich hier ja dann vernünftig hochladen kann. Über Nacht zum Beispiel. Das wäre nicht das Problem. Ach, ist es wirklich so? Immer eine Säge weiter. Das gibt's doch nicht. Ei. So. So. Kann doch nicht sein, dass ich mich da so doof anstelle. Ganz im Ernst. Vor allem der Sprung gerade war eigentlich halt echt... Das ist doch ein ganz normaler Sprung drüber wieder. Da jetzt ein bisschen Respekt vor. Oh boy, okay. Puh. Oh mein Gott, es gibt Checkpoints. Super gut. Alles klar, weiter im Programm. Nope. So nicht. Aber wir haben Checkpoint, alles wunderbar. Dann kann ja erstmal nicht schief gehen. Dann ist es vielleicht auch wirklich so raumweise aufgebaut. Das ist in Ordnung. Kommt halt drauf an, wie schwierig dieser Raum noch wird, aber bisher fühlt es sich voll okay an. Okay. Okay. Das läuft gerade viel zu gut. Okay. Ich bin direkt dran vorbei. Ah, ärgerlich. Wir waren gut unterwegs. Wir waren richtig gut unterwegs. Ich hoffe, ich kriege das wieder hin. Und werde mich jetzt nicht hier am Anfang wieder aufhalten. Ewig lange. Weil ich plötzlich doch nicht mehr so gut bin. Aber es lief eigentlich echt okay. Okay. Nice. Das passt schon. Also dann hier, hier, dann keine Ahnung. Oh Gott. Ah. Ah, es ist halt ein Fehler und es ist vorbei. Okay. Ah, da oben müssen wir wieder ein bisschen trainieren, bis wir da hinkommen. Kriegen wir aber noch hin. Ich bin guter Dinge. Ich glaube, der Raum wird da oben auch dann gleich zu Ende sein.
Könnte ich mir so vor... Oh. Könnte ich mir so vorstellen. So. Okay. Nein. Come on. Blöd ist aber, wenn ich längere Parts mache. Nee, ich kann keine längeren Parts machen. Nicht wegen dem Hochladen. Aber ich habe nicht die Zeit, um viele längere Parts aufzunehmen. Dann habe ich wieder nicht für jeden Tag einen Part. Das ist wieder doof dann. Nein, ich muss mich schon an die halbe Stunde ungefähr halten. Die sollte ich erstmal nicht mehr überschreiten. In Ferien kann man drüber reden. Das ist wieder anders. Aber im Moment brauche ich wirklich noch die Zeit. Die Unterrichtsvorbereitung und so weiter. Und da ist jetzt noch nicht mal Korrekturzeit drin, weil ich noch nichts geschrieben habe, logischerweise. Die Woche hat ja gerade, die Schule hat ja gerade erst wieder angefangen. Da schreibt man nicht in den ersten Tagen, oh Gott, wohin muss ich denn danach? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, da oben ist die Röhre. Ah, da oben ist die Röhre. Okay. Wir waren oben. Wir waren fertig. Also, mit dem Raum. Keine Ahnung, ich hoffe, danach kommt ein Checkpoint oder halt das Ziel. Lieber das Ziel als der Checkpoint, to be honest. Lieber das Ziel als der Checkpoint. Oh Gott, da kommt die Lava schon. Bin ich... Nein! Eins von diesen blöden Springbrettern. Man muss die halt so exakt wieder erwischen, ja. Das sind ja die doofen Sprungbretter. Die ich nicht mag. Weil ich bisher, glaube ich, keinen kenne, der die mag. Mag jemand von euch diese Sprungbretter? Die Physik? Dass man das exakt drücken muss, dass man hochspringen kann und nicht einfach, wie es halt schön wäre. Egal, wann man den Knopf drückt, hochspringen könnte damit. Okay. Aber jetzt haben wir die Sprungbretter hinter uns. Jetzt geht's nur hier rüber und jetzt einen hohen Sprung. Yes! Oh, gib mir Checkpoint, gib mir Checkpoint. Das ist kein Checkpoint. Das ist ein Checkpoint. Puh. Okay, was haben wir jetzt hier? Okay, also erstmal Wandsprungkram, sowas hier. Dann darüber. Okay, da muss ich viel höher. Aber bisher geht das klar. Bisher geht der Raum klar. Und ich habe auch keine Hektik. Hier steigt keine Lava. Wait, da drüben ist was. Wait, da drüben ist was. Wait, da drüben... Ah, dafür ist die Tür. Nice. Secret found. Haha. Wenn ich schon sonst nichts finde, finde ich immerhin hier das Secret. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich... oh Gott, das war blöd. Ja. Ich muss... Ich kann der Plattform vertrauen. Ich kann dieser Plattform vertrauen. Okay. Gut. Bisher ist das für mich... Na, wow, wow, okay. Der Safe. Bisher ist das für mich der einfachste Raum, muss ich sagen. Einfach so von allem. Aber wer weiß, was noch... Wer weiß, was noch kommt. Also den mit der steigenden Lava fand ich am krassesten. Einfach auch von der Hektik her, die man gespürt hat. Hier spüre ich keine Hektik in dem Sinne. Hier kann ich einen Fehler machen. Es ist nicht komplett vorbei, wenn ich einen Fehler mache. So, wo muss ich jetzt hin? Darüber. Okay. Oh, sind wir gleich am Ziel? Nein, was mache ich? Ich hätte gedacht, die kommen da durch. Ich glaube, da drüben ist das Ziel. Weil da ist dieser Boden, der beim Ziel kommt. Okay, cool. Dann haben wir auf jeden Fall weniger als 100 Tode. So. Ach so, das ist so ein ganz enger Sprung. Der ist aber richtig eng. Was mache ich das denn? Das ist dann der finale Sprung wahrscheinlich. Yo. Verschlucke ich mich erstmal. Entschuldigung. So.
Aber der ist zu klein. Ich muss irgendwie so. Nice. Okay. Puh. 10 Minuten ist okay. Eieieiei. So, dann gucke ich trotzdem kurz, ob jemand von euch was gebaut hat. Aber ich würde jetzt erstmal das hinten anstellen, weil wie gesagt, jetzt gerade kann ich Multiplayer aufnehmen, das kann ich sonst nicht. Ich hoffe also, ihr könnt das nachvollziehen, dass ich jetzt erstmal hier nicht eure Sachen spiele. So, wir gucken mal, ob was Neues ist. Choose your Speedrun wäre. Okay, aber das geht super fix. Das können wir trotzdem schnell spielen. Oh. Okay. Achso, ich werde hier immer eingesperrt. Und das ist dann der... Ich bin schon für den ersten Sprung zu blöd. Ah. Cool. Okay, und dann geht's hier... sind dann die Wege, die man wählen kann. Verstanden. Ich meine, jetzt kann ich schon nicht mehr schaffen, ist mir bewusst. Aber, okay. Ich denke, das kriegen wir hin. Das sieht nicht so schwer aus. Dang it. Gehen wir mal unten rum. Oben haben wir gesehen. Nee, unten mag ich jetzt schon nicht. Ja, fand ich unten, oben angenehmer. Aber Mitte sieht auch ganz cool aus. Gehen wir mal Mitte. Ja, Mitte ist mein Weg. Mitte ist mein Weg. Okay, jetzt bin ich hier sowieso wieder hier gelandet. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Aber der erste Mitte ist schon mal mein Choice. Da komme ich am ehesten klar. Und verliere auch keine Zeit. So, was ist hier oben? Das haben wir noch nicht gesehen. Oh, okay. Ich glaube, hier möchte ich oben rum. Das sieht mir ganz okay aus. Ist auf jeden Fall sehr schön designt. Ja, na, verdammt. Aber man kommt dann hier wieder raus. Das ist ja auch okay. Jetzt gehe ich mal hier oben rum. Oh boy. Okay. Wenn ich den kleinen Sprung mache, ist es besser. Sehr gut. Dann können wir das so machen. So. Aber ich würde gerne... Ah, nein! Dass ich den Haken verpasse. Warum sind die Haken denn so eine blöde Hitbox? Der müsste doch einfach nach mir greifen, wenn ich ihn berühre. Aber tut er halt leider nicht. Wenn man exakt die Mitte erwischen muss. Nice! Oh. Hä? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Man soll da gar nicht oben rein. Hätte ich den Koopa benutzen müssen? Oh nein! Wollte ich nicht, aber es geht auch. Ach, hier... Ach so! Aber wie nehme ich den denn mit dann? Hey, die Stelle raff ich überhaupt nicht. Müsste ich mir angucken, aber ich habe nicht die Zeit zum Angucken. Was muss ich da tun?
meine, ich weiß, ich habe einen alternativen Weg, aber mich würde jetzt einfach interessieren, was ich hier machen muss. Ja gut, jetzt ist egal. Jetzt gehen wir hier rum. So, jetzt muss ich den großen Sprung... Aber was? Ich kann ja nicht. Der liegt dann ja da rum. Aber wie soll ich den denn auslösen? Sehe ich irgendwas gerade nicht? Was offensichtlich ist? Na, ich kann hier drauf. Aber... Ich kann ihn ja nicht. Wie soll ich den auslösen? Ach nee, dumm. Dumm bin ich. Hab's verstanden. Ich kann ja mit dem rüberspringen. No, ja gut, dann gehen wir halt den anderen Weg. So. Hier waren wir noch nie. Oh no. Da ist das Ziel. Yes. Okay. Das ist echt cool gebaut. So, aber jetzt will ich den Rekord. Mein lieber Twakes. Und ich will den Weg nochmal mit dem Pau spielen. Wie ich ihn jetzt meine verstanden zu haben. Nein, ich will den Weg ja... Nein! Das wollte ich nicht. Das war nicht, was ich wollte. Ach Gott, nein! Mano! Jetzt halte ich mich doch wieder ewig an dem Level auf. Wollte ich nicht, ich wollte doch Multiplayer spielen. Ja, dann fangen wir nachher noch kurz Multiplayer an und machen aber im nächsten Part hauptsächlich Multiplayer. So, ich kann ja einfach den hier nehmen und rüber... Okay, es ist ein relativ kurzes Zeitfenster, aber ich kann den ja nehmen und rüberspringen. Doch. Yes. Was war das denn für ein Zirkustrick? Pau werfen und wieder fangen. Guten Morgen. Ah. Oh, nicht, was ich wollte. Okay. Aber ich will... Na, wir gehen mal weiter. Vielleicht bin ich noch gut in der Zeit. Ich habe keine Ahnung. Ich glaub's aber halt irgendwie nicht. Oder bin ich... Jetzt bin ich doch deutlich schneller gewesen. Nee, bin ich nicht. Uff. Ich dachte, ich hatte jetzt weniger Zeit übrig, aber gut. Offensichtlich ist das nicht der Fall gewesen. So. Dann geht das hier rüber, dann geht das hier entlang. Ah, dann lande ich trotzdem hier. Achso, alle Wege führen am Ende dahin. Ach so. Okay, dann ist der schnellste wahrscheinlich doch der über die... Eigentlich immer die goldene Mitte, ne? Ist eigentlich dann immer der schnellste Weg. Vielleicht die Haken unten beim letzten, aber ich probiere jetzt einfach mal die goldene Mitte jeweils aus. Ah, da war der... Das war doof. So.
Nice, ich musste nicht anhalten. Perfekt. Perfekt. Jetzt kein Quatsch machen. Dann sollte das zumindest sehr nah an der Zeit von Drake sein. Also nochmal spiele ich nicht mehr. Ah, okay. Nee, nochmal spiele ich nicht mehr. Ist okay. Gebe mich geschlagen. Drake hat gewonnen. Alles klar. So, jetzt aber hier los. Ja, da war ja was. Da war ja was. Das Schöne ist ja, es kann jetzt trotzdem laggen, aber es liegt einfach nicht mehr an mir. Sondern vielleicht an Arteaga, Mata Yoshi oder Luigi Pong. Ist das das Level? Ist das das Level, was wir schon mal gespielt haben? Nein. Okay. Mach dich weg. Ach, jetzt ist es ja Scrolling. Ha! Ist ja jetzt schon großartig. Das heißt, wenn ich einen runterwerfe oder einer stirbt, habe ich safe gewonnen. Ich heb mich nochmal Leute auf. Wer bin ich eigentlich? Ich bin Toadette. Okay. Aber ich habe vergessen, wie man Leute hochhebt, ne? So. Gehst du weg da, Mario? Oh boy. Was? Was? In die Röhre hätten wir gemusst, in die andere Röhre. Was ein Blödsinn. Was ein Blödsinn, wir hätten in die andere Röhre gemusst. Na klar. So, endlich Blume. Sehr gut. Gleich ist die Röhre da. Ich weiß nicht, warum die nicht in die Röhre wollen direkt. Weil es ist ja offensichtlich. Es ist ja offensichtlich. So, wo muss ich hin? Ja, nice! Oh, warum haben die denn nicht mitgedacht, dass die sofort in die Röhre wollten? Das müssen die doch gesehen haben. Aber soll mir recht sein. Soll mir recht sein, was auch immer das mit Fortnite, was ein dummes Level. Also selbst als Nicht-Multiplayer ist es komplett dumm. So oder so. Was ein Quatsch. Ach, Mittel geht heim. Hey, wir sind noch B. Uff. Uff. So, ich muss auf die Zeit gucken. 23 Minuten. Okay. Na, gut. Wegen dem Hochladen muss ich jetzt nicht eigentlich auf die Zeit gucken. Ne? Das ist jetzt eigentlich egal. Das lädt jetzt so oder so recht fix hoch. Aber einfach, dass ich noch ein paar Parts hinkriege. Also jetzt, heute ist gerade Freitag. Ich werde heute 2 aufnehmen. Morgen 2. Dann sollte ich für die Woche erstmal wieder versorgt sein. Dann muss ich mich unter der Woche nicht um Parts aufnehmen kümmern. Aber es ist wirklich den ganzen Tag über, ist man mit Gedanken, was mache ich jetzt am nächsten Tag in der Schule, beschäftigt. Also das ist schon eine Nummer. Das sieht nach 1-1 aus, in irgendeiner Variante. Würdest du mich einfach loslassen? Meine Herren. Oh. Da geht's wohl hier rein. Das war ja frech. Ihr aber gar nichts. Und hier oben nützt mir auch nichts. Ja, tschüss, ne? Okay, den schließen wir nicht ab, den Level. Schade. Ich habe jetzt allerdings meine Ruhe und könnte von selbst versuchen, mir eine Blume... Ja. Gibt es irgendwo einen Geheimweg? Das könnte ich noch gucken. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Mach dich weg. Wenn ich jetzt halt nicht... Ja, die sind alle da vorne noch unterwegs. Also die sterben hier auch nicht in dem Level.
Aber vielleicht gibt es ja irgendwie, keine Ahnung, irgend noch eine Möglichkeit, dass hier irgendwas noch passiert. Aber ich schätze das Level aktuell nicht so ein. Ich glaube, die schließen das gleich ab. Was wir noch versuchen könnten, ist halt noch zur Fahne auch zu kommen, sodass wir zumindest dann die Möglichkeit haben, Mist. Ja, wo denn? Aha, man wäre irgendwie wieder rausgekommen. Okay. Dass wir noch die Möglichkeit haben, weniger Punkte abgezogen zu bekommen. Aber gut, so ist es jetzt halt. Wir haben ja gerade schon einen Sieg, das können wir uns leisten. Vom Level her war es okay. Für Multiplayer ist es eigentlich in Ordnung, ne? Ich sehe jetzt nicht, was da nicht in Ordnung war. Hatte keinen Boss. Kann man im Multiplayer eigentlich spielen. Würde ich jetzt spontan sagen. Nicht sicher, aber... Uiuiuiuiui. So. Letztes Level. Oder... Nein, wir schaffen noch zwei. Zwei schaffen wir noch. Die sind ja immer kurz. ST Danny... Gilla 8 und Matayoshi. Ach, guck mal. Das sind ja wieder ähnliche. Spooderman. Okay. Ah ja, verstehe. Das wird im Multiplayer jetzt richtig lustig. Lul. Weiter, 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 weiter. Einfach immer drin hängen. Ich bin vorne. Ich muss mir jetzt nur aufpassen, nicht zu sterben. Nein! Nein! Was mache ich denn? Warum? Oh, wie doof. Ah, oh, das kann nicht wahr sein. Ah, oh, wir... Ah, oh, wir hatten es eigentlich. Ja, verdient. Verdient. Ach, schade. Das habe ich blöd gemacht. Das wäre super einfach gewesen. Das wäre super einfach gewesen. Das wären jetzt echt verschenkte Punkte. Das waren komplett verschenkte Punkte. Okay. 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 Nehme ich hin. Hilft nichts. Ah, ärgerlich. Richtig ärgerlich. Aber für Multiplayer eigentlich cool. Ja, ja. Ah, das war jetzt echt ärgerlich. Ah. Ach so, ich glaube, wenn man weiterspielen macht, bleibt man in diesem Team. Nur wenn halt jemand rausgeht, wird er ersetzt. Na genau, da ist wieder Matayoshi, Arteaga und Gila 8. Alle wieder da. Dann bleibt man in diesem Team, jetzt habe ich es verstanden. Ach, Autoscrolling, warum? Das ergibt doch keinen Sinn im Multiplayer. Oh Gott. Ja, gut macht ihr das. Oh, gut mache ich das. Tschüss. Es scrollt doch gar nicht Auto. Warum steht da Autoscrolling in den Text? Hey, Toad. Guck mal, sie ist auch wieder drauf. Oh mein Gott. Das ist jetzt ja blöd, wenn der weg ist. Da war ein Koopa, ne? Ah. Ja, das ist natürlich... Oh. Steigende Lava. In einem Multiplayer-Level. Das ist natürlich komplett dumm. Gleich sind unsere 64 Punkte wieder weg, die wir bekommen haben.
Eieieiei. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Aber offensichtlich spielen die alle noch weiter. Das heißt, wir kriegen relativ schnell die vier Leute immer zusammen. Das ist gut. So viel dazu. Als ob jetzt gerade nur zwei Leute gefunden werden. Danke. Luigi Pong haben wir auch schon mal gesehen heute. Siruki 05 und Zimliak sind neu. Okay. Ja, let's go. 4, 5, 6. Keine Tags. Mhm. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Es kann nur einer die Clownkutsche bekommen. Das bin schon mal nicht ich. Aber vielleicht brauchen wir die auch gar nicht und die hält eine nur auf. Yo! Blabla hat das Ziel erreicht. Ja, danke schön. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht, Bowser. Genau das habe ich mir auch gerade gedacht. Eins noch in dieser Runde und dann hören wir auf mit dem Part. Es ist schon kritisch, was hier passiert. Das ist schon kritisch. Aber gut. Würdest du bitte... Ich dachte, wenn ich in der Gruppe bleibe, geht es schneller. Jetzt findet er gar nichts mehr. Wow. Ja, es ist nur noch Syrokin 95 da von den anderen. Alle anderen wurden ausgetauscht, verstehe. Boss. Sergios. Ich habe Bedenken. Wenn es ein Boss-Level ist, habe ich sehr große Bedenken. Und der Swamp da. Ach so, der schließt das durch. Der schließt das zu. Dann ist das ein richtiges Multiplayer-Level, ja? Such dir deine eigene Röhre. Let's go. Das ist ja jetzt schon komplett dumm. Der eine hat den größeren und der andere nicht. Oh, ist das gemein. Oh, ist das gemein einfach, ne? Hä? Ich konnte nicht springen. Super. Na guck mal, der hat zum Beispiel einen richtig dummen Weg. Auf Glück basierend, es ist ja totaler Blödsinn. Aber das hätte ich eigentlich gewinnen können, wenn ich nicht blöd gewesen wäre. Ah, na gut. Trotzdem absolutes Buh. So, wir sehen uns im nächsten Part wieder zu mehr Multiplayer-Spaß. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.